Was gibt es Schöneres, als Kultur, Natur und sportliche Bewegung miteinander zu verbinden? Bevor wir in Chambord ankommen, etwas Geschichte. Wir müssen über die politische Lage in Italien im 15. Jahrhundert sprechen. Die sogenannten italienischen Kriege begannen 1494, als der französische König Karl VIII. In Italien einmarschierte. Der Herzog von Mailand, Ludovico Sforza, hatte ihn aufgestachelt, angebliche französische Ansprüche auf das Königreich Neapel geltend zu machen. Mit seinem 25.000 Mann Heer erobert Karl VIII. Florenz ohne Schwierigkeiten. Auch Rom und Neapel werden rasch eingenommen. Über den schnellen Erfolg sind Venedig, der Papst, das Haus Aragon und sogar Mailand sehr beunruhigt. Sie schließen sich daher mit Kaiser Maximilian gegen die Expansionsgelüste der Franzosen in der Heiligen Liga Venedig 1495 zusammen. Der notwendige Rückzug der Franzosen verläuft chaotisch. Nach der Schlacht bei Fornovo, südlich von Parma, müssen die Franzosen ihre gesamte Kriegsbeute zurücklassen. Nach dem Krieg ist der französische König stark verschuldet, aber von der italienischen Renaissance begeistert. Der 21-jährige Franz I. führte im ersten Jahr seiner Regentschaft einen Krieg in Italien gegen die Eidgenossen um das Herzogtum Mailand. Bei Marignano gewann er 1515 die Schlacht. Nach dem Sieg zeigte der junge König seine Macht und baute ein Jagdschloss in Chambord. Er war von der Renaissance der Kunst und den Künstlern Italiens begeistert. Das Schloss hat 440 Räume, 70 Treppen und 365 Kamine. Es war kein Umbau, sondern ein Neubau. Der Einfluss Leonardo da Vincis, den er an den Hof geholt hatte, ist unverkennbar. Belüftungsschächte, Abdichtungen und ein Latrinensystem mit doppeltem Graben lassen das Genie erkennen. Franz I. fühlte sich vom Habsburger Block eingekreist. Mit 300.000 Gulden Bestechungsgeld an die Kurfürsten versuchte er bei den Wahlen deutscher Kaiser zu werden. Der spanische König Karl aber zahlte mehr. So wurde Karl 1519 als Karl V. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs gewählt. Chambord sei das Produkt einer großen Enttäuschung. Um Frankreichs Macht zu demonstrieren, sei Franz I. in dieses riesige Bauprojekt geflüchtet, schreiben die Historiker. Die Bauarbeiten mussten 1525 unterbrochen werden. Frankreich führte wieder einmal Krieg in Italien. Franz I. war in der Schlacht bei Pavia durch Leichtfertigkeit in spanische Kriegsgefangenschaft geraten und damit Gefangener von Kaiser Karl V. geworden. Franz I. wurde freigelassen, nachdem er auf seine Ansprüche in Italien verzichtet hatte. Als Sicherheit mussten die beiden Söhne des Königs, darunter der spätere König Heinrich II., in kastilischen Festungen eine Haft antreten. Sie wurden dort schlecht behandelt. Dies hat Heinrich II. Dem deutschen Kaiser Karl V., der gleichzeitig König von Spanien war, nie verziehen. Es kam zu zahlreichen weiteren Kriegen zwischen dem Habsburger und Frankreich. 1539 treffen sich Kaiser Karl V. und König Franz in Paris und in Chambord. Der Kaiser ist tief beeindruckt vom Schloss. Es sei ein Inbegriff dessen, was menschliche Kunst hervorzubringen mag.
Das Schloss besteht aus einem quadratischen Kernbau mit 4 Wehrtürmen, umgeben von einem Burgwall mit 4 Ecktürmen und außerhalb ein Wassergraben. Leonardo da Vinci hat beim Bau der berühmten Doppelwendeltreppe mitgewirkt. Der Film wechselt häufig zwischen Innen und Außen. Dies ist kein Schnittfehler, sondern so erlebt man Chambord. In jedem Stockwerk kann man auf ringförmige Balkone treten und die ganze Pracht der Kamine bestaunen. Wenn der König mit seinem Hofstaat kam, mussten die Bediensteten 3 Tage lang das ganze Mobiliar und die Wandteppiche heranschleppen. Am Ende des Besuchs wurden Möbel wieder entfernt und in Sicherheit gebracht. Chambord war eher ein Kunstwerk als eine sinnvolle Architektur. Mehr als 1 Million Touristen besuchen jedes Jahr das Schloss, dicht gefolgt von Schloss Chenonceau. Durch die starken Regenfälle in den letzten Wochen steht der Radweg an tieferen Stellen unter Wasser. 2 fremde Frauen mit normalen Rädern fahren hindurch, nachdem sie sich die Schuhe ausgezogen haben. Wir wagen es nicht, da die meisten Elektrobikes haben. Uli sucht auf seinem Handy eine Strecke, die allerdings auf der Autostraße entlang führt. Wir erreichen Blois. Das Schloss von Blois liegt über der Stadt. Aus dem Haus der Magie streckt ein furchterregender Drache jede Stunde seine 6 Köpfe aus den Fenstern heraus. Eine große Menschenmenge wartet am Eingang. Da unser Guide Uli unsere Gruppe im Voraus angemeldet hatte, müssen wir nicht in der Schlange warten. König Ludwig XII. Hat sich in Blois als Bauherr betätigt. Das lebensgroße Reiterstandbild über dem Eingangsflügel des Schlosses stellt den Bauherrn Ludwig XII. Dar. Sein Symbol ist das Stachelschwein. Er machte Blois zur Hauptstadt des französischen Königreichs. Blau ist der Eingangsflügel, den Ludwig XII. Erbauen ließ. Wir haben den Innenhof betreten und blicken auf den Eingangsflügel. 15 Jahre nach der Errichtung des Eingangsflügels ließ Franz I. seinen Wohnungsflügel im Renaissance-Stil errichten. Der Fassadenschmuck lehnt sich an die italienische Renaissance an.
Die offene Wendeltreppe führt französische und italienische Einflüsse zusammen. Der Schlossflügel wurde viel später mit viel Steinschmuck verziert. Welche Überraschung! Wir werden angemessen begrüßt. Wir sind im Saal des Königs. Der König gleicht seiner Büste. Das Stachelschwein, Emblem Ludwig des XII. Im ersten Obergeschoss sind wir im Domizil der französischen Königin Katharina von Medici. Sie starb hier 1589. Der Salamander ist das Emblem von Franz dem I. Wir sind im Gemach Heinrich des III. Er wurde von einem Mönch 1589 aus religiösen Gründen erstochen. Das Schloss in Blois wurde einschließlich des klassizistischen Flügels von Gaston d'Orléans vor der revolutionären Zerstörung gerettet, weil die Armee einquartiert wurde. Erst 1840 wurde es unter Denkmalschutz gestellt. Im kleinen Garten stellt diese Figur einen starken Kontrast dar. Von der Schlossmauer werfen wir einen Blick auf die Stadt. Der Bus bringt uns in unser Hotel in Chitenay. Okay, nochmal so ein bisschen auf der Stelle dribbeln. Fußspitzen. Wir radeln von Chitenay nach Chaumont-sur-Loire. Ein Schild auf dem Radweg weist darauf hin, dass bald eine Überschwemmung folgt. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm wird und haben uns getäuscht. Und fließt denn hier dann
Da fahren wir ein Stückchen entlang in die Loire. Und das Hochwasser ist bei Null. Ja, also ich hoffe wirklich nicht, dass der gleiche Schild kommt, wieder gesperrt. Ja? Dann müsste man eventuell tatsächlich wieder auf dieser blöden Straße fahren. Das Schloss liegt auf einer Anhöhe. Es hat alle Attribute einer Feudalfestung. 1560 kaufte die französische Königin Katharina von Medici den Besitz. Sie verbannte ihre langjährige Rivalin Diana von Poitiers, die Geliebte des verstorbenen Königs Heinrich II., hierher. Wir betreten den Ratssaal. Den Nordflügel ließ man abreißen, um vom Innenhof einen schönen Blick auf die Loire zu haben. Ein großer Park mit altem Baumbestand lädt zu einem Spaziergang ein. In jedem Jahr veranstalten Künstler aus aller Welt ein Gartenfestival, in dem sie zeitgenössische Kunst und Skulpturen ausstellen. Der große Park wird zum Ausstellungsgelände. Unsere Loire-Fahrt geht weiter nach Amboise. Die Schwäne ließen sich von mir während unserer Vesperpause beim Fressen nicht stören. Karl, der spätere König Karl VIII., wurde im Schloss von Amboise geboren. Er übernahm in jungen Jahren die Regentschaft. Allein Franz I. führte wegen Italien 4 Kriege gegen Habsburg. Bei seinen Feldzügen in Italien lernte König Franz I. die italienische Architektur, die Wissenschaft und die Kunst schätzen.
Er kaufte die Werke zahlreicher berühmter italienischer Künstler auf, später der Grundstück für den Louvre. Zahlreiche italienische Künstler und Wissenschaftler holte Franz I. an den französischen Hof. Von Leonardo da Vinci war er besonders angetan. Es gelang dem erst 22-jährigen König, ihn 1517 nach Amboise zu holen. Als Morgengabe brachte der Künstler im Pferdegespann die Mona Lisa mit, auf Französisch La Joconde. Leonardo da Vinci wurde ein Herrensitz in der Nähe des Königsschlosses geschenkt. Er erhielt eine Apanage von 1000 Golddukaten pro Jahr. Das sind 3,5 Kilo Gold mit einem heutigen Wert von etwa 270.000 Euro. Der Künstler forschte, malte, plante einen neuen Palast in Amboise und organisierte Vergnügungsfeste. Leonardo da Vinci war ein herausragender Naturwissenschaftler. Er beschäftigte sich intensiv mit Mathematik, Physik und Biologie. Er war ein Grenzgänger zwischen Kunst und Wissenschaft. Im Park sind zahlreiche Geräte nachgebaut, die Leonardo da Vinci erfunden hat. Besonders gerne hat er offenbar die Kraft des Wassers eingesetzt. Hier hat man eine Maschine nachgebaut, mit der man Wasser schöpfen kann. Auf dem Herrensitz starb der Künstler 2 Jahre später mit 67 Jahren. Also, erstes Ziel ist das. Jetzt könnt ihr einfach mal leicht die Waden dehnen, so ein bisschen schräger das Fahrrad halten. Ja? Und mal richtig schön weit, und jetzt machen wir es dynamisch, aber in einem langsameren Wechsel, indem ich jetzt einen Schritt nach hinten noch mal einen kleinen Schritt mache. Ferse möglichst zum Boden. Aber immer aufpassen, es darf nicht wegrutschen. Ne? Wenn es jetzt zu sehr zieht, dann reicht es. Wenn es zu sehr zieht, dann reicht es, dann gehen wir mit dem anderen. Immerhin, wir können diese Kilometer anentwickeln. Und einen Schritt nach hinten, immer weiter nach hinten. Das kann jeder für sich entscheiden. Also irgendwann wird es immer heftiger mit dem Ziehen, nicht übertreiben. Heute steht ein weiterer Höhepunkt der Reise auf dem Programm, Chenonceau. Wir erreichen den Fluss Cher. Seine Radwege sind teilweise überschwemmt. Wir müssen die Seite des Cher wechseln. Auf der anderen Seite sehen wir Radfahrer. Hinweistafel auf die Ortschaft Chenonceau. Sie hat ein X am Ende. Ein weiterer Höhepunkt der Reise, das Wasserschloss Chenonceau. Den großen Garten, Le Jardin de Diane, ließ die Geliebte des Königs Heinrich II. Anlegen. Es wird auch das Schloss der Damen genannt. 5 Frauen haben sich mit Leidenschaft für das Schloss eingesetzt.
Ab 1513 war die Ehefrau Katharina Brissonnet maßgeblich am Bau des Schlosses beteiligt. Diana von Poitiers, die Geliebte des Königs Heinrich II., baute eine Brücke über den Fluss, um schneller zur Jagd zu gelangen. Katharina von Medici errichtete als Witwe auf der Brücke eine zweistöckige Galerie. Diese Galerie macht die Anlage weltweit unverwechselbar. Dame Nummer 4, Luise von Lorraine-Vaudemont, Gemahlin Heinrich III. Sie hat das Schloss von Katharina von Medici geerbt. Der König wurde 1589 ermordet. Seitdem hat sie an frischen Farben keine Freude mehr. Ihr Zimmer ließ sie mit dunkler Tapete auskleiden. Nummer 5, Madame Louise Dupin, geborene Marie-Madeleine Fontaine. Sie ist berühmt für ihren Intellekt und ihre Schönheit. Während der Französischen Revolution kann sie das Schloss vor Plünderung und Zerstörung retten, denn sie ist zu ihren Dorfbewohnern immer großzügig gewesen. Am Eingang eine Riesenschlange. Okay, ça marche, merci. Bonjour, bonjour. Die Wartezeit vergeht durch das Beobachten der Schwalben am früheren Festungsturm relativ schnell. Zum Glück dürfen wir als Gruppe mit vorbestellten Tickets nach kurzem eintreten. Der 14-jährige Thronnachfolger Heinrich von Orléans war mit der wenig attraktiven Katharina von Medici aus politischen Gründen verheiratet worden. Mit 17 Jahren wählte er die 20 Jahre ältere, attraktive Diana von Poitiers zu seiner Geliebten. Nach dem Tod Heinrichs II. Wird seine Witwe Katharina von Medici Regentin. Die verhasste Geliebte wird entmachtet. Diana de Poitiers hat nichts mehr zu sagen. Katharina von Medici zwingt sie, Chenonceau gegen Schloss Chaumont einzutauschen. Das habe ich ja beim Besuch in Chaumont-sur-Loire schon kurz berichtet. Wir spazieren durch die Galerie über den Fluss Cher. Die Galerie war übrigens die Grenze zwischen dem im Zweiten Weltkrieg besetzten und unbesetzten Frankreich. Wer über diesen Korridor fliehen konnte, war in Freiheit. Es ist eine Wohltat, die Besichtigung des Schlosses zu unterbrechen und sich im Wald die Füße zu vertreten. Herrliche Parkanlage. In der zweistöckigen Galerie konnte Katharina mit ihren Gästen rauschende Feste feiern und diese auch hier unterbringen. Wir schauen uns die Galerie auch von der anderen Seite aus an. Wir setzen die Besichtigung fort und sind im Salon von König Ludwig dem 14. Ludwig der 14. schenkte seinem Onkel in Erinnerung an seinen Besuch dieses Porträt von ihm. Dies ist das Schlafzimmer von Diana von Poitiers. Aus der Ursprungszeit des Schlosses sind wenig Möbel erhalten.
Man hat die Räume mit Möbeln der Renaissance stilecht ausgestattet. Riesige flämische Wandteppiche aus dem 16. Jahrhundert verzieren die Wände. Die Schlossverwaltung betreibt mit den Blumengebinden einen sehr großen Aufwand und entzückt die Besucher. Dies ist das Schlafzimmer von 5 Königinnen. Die Küche sieht aus, als ob sie gerade verlassen worden wäre. Der Spieß am Grill wurde nicht von Menschenhand, sondern von der Wasserkraft des Schäher gedreht. Wir schauen am ehemaligen Burgfried vorbei in den Garten, den Katharina von Medici angelegt hat. Nach 10-jähriger Kinderlosigkeit und drohender Auflösung der Ehe fordert ausgerechnet Diana von Poitiers den König zu regelmäßigem Geschlechtsverkehr mit seiner Frau auf. Katharina bringt in 12 Jahren 10 Kinder auf die Welt, von denen 7 überleben. 3 Jungen werden hintereinander Könige von Frankreich. Von Chenonceau geht es über Montrichard nach Salbris. Anderthalb Kilometer nicht noch mal irgendwas, dass da was passiert ist, dass wir das jetzt in aller Ruhe schaffen. Und dann geht's zum Hotel. Ja? Thank you.
Eine wunderschöne Reise nähert sich dem Ende. Bitte recht freundlich, ja. Marseillais passt auch nicht. Und in der Lage, heute. Prost, Prost, gute Heimfahrt morgen. Das muss man doch wissen. Ja, das müssen alle wissen, dass der Uli den spendiert. Zum Wohl, auf Uli und seine Frau. Im Speiseraum essen wir wie die Adligen. Die Rückfahrt unterbrechen wir La Chapelle d'Angillon und besichtigen das Schloss Béthune. Der Schlossherr Jean Daunier führt uns durch sein Schloss. Il y avait 85 villages et hameaux. Car sans les visiteurs, on ne peut pas vivre. Ja, verstanden. Donc, pardon, excusez-moi. Oui. Und er hat sich bedankt dafür, dass wir gekommen sind, denn ohne diese ganzen Besucher und Touristen könnten sie hier nicht überleben. Hm? Voilà. Wir werden durch das Wohnzimmer geführt, das mit Antiquitäten vollgestellt ist. Nous aimons beaucoup la forêt noire en France. Ah oui, c'est un gâteau. Le tableau 18e siècle de Florence, Firenze. Genau, 17. siècle. 17. Jahrhundert. Ce sont des plaques d'ivoire incrustées de dentelle d'ébène. Im Ort ist der in Frankreich bekannte Schriftsteller Alain Fournier geboren. C'est un roman autobiographique. Le héros, c'est lui. C'est ce qu'il était et ce qu'il aurait aimé être. Mit dem letzten Erlebnis im Schloss Béthune geht unsere Kulturreise zu Ende.